So, ich habe jetzt noch mal eine zweite Dings hier. Wie heißt das? Fotoapparat geholt. Und was hatte ich noch? Oh, hier Sanity Pillen hatte ich noch geholt. Bei mir ein bisschen länger. Ah, jetzt Erster. Bin ich da. Ja, bei mir hat es heute ein bisschen länger, also jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, ich weiß warum, weil ich die ganze Zeit noch C gedrückt hatte zum Sprechen und das kam mir schon grundsätzlich mal durch. Ich habe meine Tasten umbelegt, dass es für mich einfacher ist. Also. Ich muss halt nur angewöhnen, entweder wenn wir dann im Haus sind, C oder V loszulassen. Ich habe ein Thermometer. Ebenfalls. Wir brauchen nur eins. Mal wir brauchen nur eins. Dann nimm lieber die zweite Fotokamera. Endkonzentrum. Geister-Event, Thermometer, Smudge-Decks alleine. Also Räucherstäbchen, Thermometer und ja, dann Fotoapparat. Und alleine. Darko, wir brauchen bloß ein Thermometer. Wir schauen mal auf den Boden. Dann legst du ins Regal zurück. Aber ich versuche zu treffen. Ich schieb dir das Ding in deinen Hintern und messe deine Temperatur. 16,248. Oh wow, du hast. Aber nicht nochmal die. Ne, das ist was anderes. Das hat einen zweiten Tag. Das ist das Gute aus. Oben ist nix. Auch kein Knochen. Was ist oben? Oben ist gar nichts, auch kein Knochen. Knochen wohnt mal auf dem Dingsstuhl hier auf dem Sessel. Hier bei mir in der Ecke. Ja. Hier unten liegt ein Teller. Ich weiß nicht, ob der vorher schon da lag. Meine nicht. Wir hatten eigentlich die Videokamera mit, die Fotokamera mit. Ich habe nur eine Videokamera. Dann hole ich sie eben. Der hat keine Fingerabdrücke. Also, ich habe hier auch keinen Raum unter 10 Grad. Das ist ganz komisch gerade. Ist da ein EMF hier was? Keller, Keller, Runterzug geht's. Auf der Treppe.
Hier, wenn ich hier nach unten gucke, habe ich 8, 9 Grad. 7 Grad. Ich habe Videokamera platziert in Richtung Treppe. Also ein Raum unter 10 Grad haben wir gefunden. Warum kannst du das eigentlich nicht nennen? Wo ist denn die Treppe nach unten? Genau da. Orb sehe ich keinen. Ich bring mal die zweite Videokamera mit und stell die mal woanders hin. Ich will testen, ob so unten vielleicht der Raum ist. Ja. Are you here? Are der you here? Ausschlag. Wie alt bist du? Der Ausschlag ist hier oben, CO2. Bist du hier? Also kein Ausschlag unten. Ich habe aber auch hier keinen mehr da. Ich hatte hier kurz gerade stehen. Ja, ich habe hier nochmal eine zweite Kamera aufgestellt. Hier ist ein zweiter Teller, glaube ich, oder war der vorher schon da? War vorher. Oh wow, die zweite ist nicht an. Oh mein Gott. How old are you? Are you here? Are you here? So. Ich hoffe, wir sehen einen Orb. Und ich hoffe, ihr verwechselt den da nicht mit dem Geist. Könnte mal im Wohnzimmer, Küchenbereich jemand das Licht ausschalten? Einen Moment. Ich bin auf. Wo genau? Ja, nee, stopp, zurück in den anderen Raum. Ja, hier genau dort, weil das ist zu hell in der Kamera. Hier ist kein Licht. Hier ist kein. Das sind unsere Taschenlampen. Nee, da ist alles weiß. Ich erkenne die Lampe nur sehr schwer. Und die Treppe erkenne ich überhaupt nicht. Und hier ist aber kein Licht an. Okay, ich komme nochmal rein. Hier ist echt überhaupt kein Licht. Mach mal Taschenlampe aus. Nee, ist immer noch so hell. Okay, aber hier ist kein Licht. Schau jetzt nochmal, ob es an der Tür liegt, weil hier draußen so ein Licht an ist. Ich bin gerade hier angekommen. Thermometer, kann ich das mal haben? Wo bist du denn? Hier waren gerade 3 Grad. Das ist hier in der Küche. Das ist doch. Ich hatte mir gedacht, dass es die Küche ist. Irgendwo das BMF-Gerät
Also war es doch die Küche. Aber wieso hat es denn erst die Treppe nach unten angezeigt? Beim Thermometer. Minimale Verzögerung vielleicht. Ich sehe das EMF-Gerät aber nirgendwo. Hä? Wo kann ich das denn? Ich bin doch nicht bescheuert. Ne, ist aber kein Geist drauf zu sehen. Die an der... Die auf dem Tisch ist aus, okay. Ich komme noch mal rein, eine von den beiden Kameras ist schon wieder aus. Ich mach sie an. Nee, warte, ich stell die auch gleich woanders hin. Weil das ist auch immer noch so krass zu hell. So. Ja, was ich noch sagen wollte, normalerweise spielen wir zu viert mit Olaf, der aber sich irgendwie nicht gemeldet hat. Ausschlag war ganz kurz bei 8. Ja. Das war es nicht. Ob ist zu sehen. Eigentlich das Licht, was dich geschüttelt hat, war draußen Licht. Okay. Was haben wir jetzt? Orb und noch irgendwas? Bisher nur Orb. Ja. Wer hat denn das Geisterbuch? Ich fand das hat jemand ausgelegt. Und wo genau? Ich weiß, auf der Küche. Also der Teller hier lag auf jeden Fall vorher noch nicht unten, ne? Doch, das war der Teller, der vorher hier in der Ecke lag. Guck mal da hinten an der... Guck mal hier an der Vitrine, ist auch schon wieder was unten. Das lag alles vorhin noch nicht da. Es könnten Poltergeist demnach sein, weil viele Sachen herumfliegen. Verlass mal den Raum. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Ich suche schon einen Ausweg. Mal eben. Darko, gehst du in den Van? Wegen Ausschlag? Darko, wie heißt denn der Geist? Wer? Marie und Thomas. Ja, ich soll sterben laut der Geisterbox. Also haben wir jetzt noch eine Geisterbox. Positiv. Also bleibt Poltergeist, Djinn oder Mare? Poltergeist, Djinn. Ich würde sagen, es ist ein Djinn. Eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Das war nämlich zum Beispiel gerade bei... bei CO2, da müssten aber Gefriertemperaturen sein. Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Wie gesagt, ich bin für den Djinn. Ein Djinn bewegt sich schnell, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seinem Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Da brauchen wir EMF Level 5 beim Djinn. Ich tippe auf eine Mare, weil die hat erhöhte Chance anzugreifen, wenn man sich im Dunkeln auffindet. CO2 war ja gerade im Dunkeln und der Geist hat mit dem Tod gedroht.
Ja, das heißt aber glaube ich nichts. Gefriertemperaturen, aber die haben wir eben nicht. Wie sieht meine Sanity aus, Darko? Doch, Gefriertemperaturen. Ach nee, oh, ich wollte schon. Du machst das ja mit den Räucherstäbchen hier. Wir alle bei um die 40-50% und bei 70. Was sagst du? 10 Ausschlag. UV-Lampe. Alter. Ich wollte gerade nach Wasser gucken gehen. Das haben wir ja nicht mal als Aufgabe. Nee? Nope. Auch oder ist das einfach immer da? Das kann sein. Keine Ahnung, ob das immer da ist. Fingerprint. Okay. Wobei, guckst du dich halt nochmal nach. Ja, warte, da komme ich rein und mache ein Foto von, gib mir Geld. Ich schau wieder. 10. Hat er das jetzt gewertet? Bitte, 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 bitte. Nein! Wieder gut. Ich wollte ihn gerade fotografieren, aber der war zu schnell. Der blinkt zu schnell auf. Das wiederum spricht für den Tim, weil er ja so schnell ist. Ja, aber warte. Wo sind die Fingerabdrücke? Da. Ja, hat gewertet. Ei. Ich sehe bloß noch CO2 vom hinterm Fenster langrennen. Ah, wir haben alles erledigt. Ja, Poltergeist kommt gefühlt am häufigsten. So, Abreise oder haben wir noch was? Also, ich hab eingetragen alles. Wir können noch versuchen, das Bild des Geistes zu machen. Oh ne, ich hab die meiste Sanity. Haut mir Bus ab. Also ich würd's auch versuchen. Ach so, hier, da sind Sanity-Pillen im Übrigen. Ich hatte eben mal gekauft. Sanity was? Sanity-Pillen, die machen die Sanity höher. Und das Lustige ist, die sind dann später wieder da, wenn ihr die jetzt essen tut. Die kann man wiederverwerten. Jo, ich geh da nochmal rein. Okay. Maria Thomas. Du wolltest das mit den Sanity-Pillen nur machen, weil du die niedrigsten jetzt hast. Hihihi. Weil ich aber meine Nee, aber bei 60. Dann nehm ich aber meine Flashlight wieder mit. Bei 60 stört das ja nicht. Also, ich wäre auch reingegangen. Aber da hätte jemand mitkommen müssen. Ja, eigentlich ist so richtig, dass CO2 reingeht. Weil bei ihm taucht das am Esel auf. Naja, aber guck mal da, du hast 90%! Andererseits müsstest du am Esel rein, weil es bei dir am niedrigsten ist und damit taucht es bei dir am Esel auf. Nee, dann sterbe ich ja und dann ist mein ganzes Zeug mit... Nee. Das Zelt 2 kann das Foto machen. Ja, zweier Ausschlag. Fotoapparat gehört? Da habe ich mich auch so verdrückt, sorry. Wir haben nur begrenzt Fotos.
Ich hatte doch, aber warte mal, wir müssen doch noch eine zweite Fotokamera haben. Ich habe doch noch eine extra geholt und hinzugefügt. Wo ist denn die zweite hin? Ich hatte keine mit. Nuller Ausschlag grad. Kommt hier. Kommt hier, zwei Lasse. Das passt schon. Du kannst aber noch ein paar Mal ihren Namen sagen. Nee, 8 ist nur ein 8er Ausschlag, ist nur ein 8er. Jetzt 10, 10, 10! 10! Darko, du stehst voll im Weg. Ich sag ja schon. Es ist CO2 10er Ausschlag. Aber noch keine Hand. Ist wieder auf 0. Komm, lass. Das musst du schon drin sagen. Nee, manchmal geht's auch durch die Fenster. Ist ein Nuller Ausschlag. Egal was du machst, mach weiter. Er ist schon bei Ausschlag 3. Fang mal an zu strippen CO2, vielleicht kommst du dann dazu. Auf solche Ideen kommst du echt nur du. Ja. Mit nix, ja. Doch. Oh Mann. Guck mal hier. Oh, jetzt ist er wieder weg, schade. Wie er immer vor der Kamera rumrennt. Ich muss schon sagen, der hat einen fetten Arsch. Ja. War ganz kurz ein 6er Ausschlag. Musstest du jetzt ernsthaft 2, 3, 4, 5 zählen? Ja. Oh wow. Ja, ich sehe das nie so richtig. Was? Ausschlag? 4. Normal. Geht runter auf 2. Deine Sanity ist auf 39 runter. Bei um die 40%. Das heißt, es müsste eigentlich gleich auf 10 hochgehen, wenn er so niedrige Sanity hat. Wollen wir es hoffen. Wenn er stirbt, er opfert sich ja fürs Team. Ja, außerdem, er kriegt ja trotzdem alles, wenn wir ihn fotografieren, oder? Nee, er kriegt nur von einem die Hälfte dann, also geldtechnisch gesehen. Aber er hat hat ein Foto gemacht gerade. Okay. Ja, war auch gerade bei 6.
sieht auch recht interessant aus, der schwarze Schatten. Ja, ich hätte keine Pillen nehmen dürfen. Ich habe super lange gebraucht, die Pillen wieder abzubauen. Oh, aber wir haben den hier nicht mal gesehen auf der Kamera. Das ist das Merkwürdige. Die stand auch ein bisschen weiter hinten. Ja, wir haben jetzt zwei, warte. Wir haben hier noch eine. Und da ist... Ich glaube, in dem Winkel... Da unten ist der Teller, wo sie stand. Hm. Neuner Ausschau, kurz. Ja, wir können losmachen, wir haben ja alles. Jo, hab alles eingetragen. Und Daku jetzt nicht. Da würde ich lachen. Poltergeist. Was hast du denn noch wegen mir gesagt? Dass du es jetzt nicht eingetragen hast und kein, deswegen kein Geld kriegst. Da würde ich lachen. Aber hey, ich bin Level 6. Dann mache ich jetzt hier erstmal Folgenende.